Hallo und herzlich willkommen hier auf Dino Adventure. Wir stehen hier gerade wunderschön an einem See in Guatemala und haben gestern Marc und seine Family mit ihrem dicken Brummer kennengelernt, den er uns gleich mal zeigen möchte. Deswegen dachten wir, wir machen eine kleine Roomtour. Also viel Spaß beim Intro und bis gleich. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Ja, hi Marc, erzähl doch mal ein bisschen was über euch vor allen Dingen und nachher auch über den dicken Brummer. Ihr lebt ja aktuell zu fünft hier im Auto. Wie lebt es sich denn zu fünft? Ja, es ist natürlich jetzt tatsächlich ein bisschen beengt. Wir wechseln ja immer die Besatzung so ein Stück weit. Vor 2 Wochen waren wir noch zu dritt. Jetzt ist Nichte und mein Sohn wieder vom Studieren zurückkommen. Jetzt fahren wir zu fünft und da ist natürlich schon ein bisschen eng. Wagen ist groß. Wenn wir schönes Wetter haben, Plätze wie den hier, dann ist der Wagen eigentlich den ganzen Tag leer und wir sind da zum Schlafen drin, von daher geht es schon. Und aber die Tochter ist, deine Tochter ist die ganze Zeit bei euch? Ja, Winnie ist jetzt 16 geworden und wir hatten das Glück, dass wir sie ein Jahr lang von der Schule haben runternehmen können und die wiederholt dann die 10. Klasse, wenn wir zurück sind. Das ist dann auch unsere Deadline bis September diesen Jahres. Können wir fahren und dann muss sie wieder zur Schule. Also da wird dann die Reise, wo immer wir dann auch sind, enden im September. Und erklärtes Ziel momentan immer noch ist Halifax, dass wir dann das Auto von da aus wieder zurück verschiffen. Was, glaube ich, einige mal interessieren würde, wie funktioniert das denn in Deutschland? Das ist ja eigentlich nicht möglich, die Kinder ein Jahr lang von der Schule zu befreien oder doch, oder anscheinend doch. Ja. Wie habt ihr das denn gelöst? Also das obliegt tatsächlich des Wohlwollens vom Schuldirektor ausschließlich. Und da hatten wir eigentlich großes Glück, weil der Schuldirektor von Lavinia eigentlich der Meinung war, dass sie auf der Straße doch ein bisschen, ich weiß nicht, ob er mehr lernen gesagt hat. Auf jeden Fall waren wir der Meinung, dass es viel zu lernen gibt und es wertvoller ist, einfach das ja einfach mitzunehmen und nochmal in der Schule dann die 10. Klasse zu machen, wie uns jetzt da einen Stein in den Weg zu rollen. Es war kurz mal irgendwo ein Gespräch, sie als Online-Schüler hier mitreisen zu lassen, aber das hat er uns dann eigentlich ausgeredet. Das ist ja, sind wir ganz glücklich drüber. Würde ich mal sagen, ein cooler Direktor auf alle Fälle, dass er das so genehmigt hat, oder? Hat man Glück, ja. Also wir haben auch von anderen gehört, die tatsächlich weniger Glück hatten und dann zum einen das Vorhaben abgebrochen haben oder dann sogar irgendwo die ganze Familie abgemeldet haben, in Holland wieder angemeldet und irgendwie Hintertürchen versucht haben, um ihren Traum zu verwirklichen. Da hatten wir wesentlich weniger Stress und haben es dann einfach irgendwann mal gemacht. Kann ich mein ganzes Leben lang drüber reden und irgendwann mal zurückschauen und uns nicht getan haben,
wir sind dann einfach reingesessen und losgefahren irgendwann. Also ein Jahr seid ihr jetzt, oder ein Jahr wollt ihr insgesamt reisen und Zentralamerika habt ihr quasi schon hinter euch gebracht jetzt, ja? Fast. Ja, also wir haben alles bereist, sag ich mal, von Mexiko bis Panama und sind jetzt wieder auf dem Weg zurück quasi. In Guatemala, kurz vor der Grenze oder vor dem Grenzübergang nach Mexiko, wo wir dann morgen, übermorgen vielleicht die Grenze überschreiten wollen. Und dann haben wir noch zwei Länder eigentlich, aber noch gut Strecke vor uns. Ja. So viel zu eurer Reise. Auf jeden Fall sehr spannend. Ein Jahr unterwegs in Zentralamerika und Mexiko. Bis in die USA werden wir es auf jeden Fall schaffen. Und schauen wir mal, wo wir das gutes Stück dann wieder aufs Schiff stellen, um zurück nach Deutschland zu verschiffen. Und von Baltimore ist ja auch eine Möglichkeit. Ich glaube, spontan ist da sowieso immer die beste Lösung. Pläne ändern sich ja sowieso laufend, oder? Zweimal am Tag Minimum. Ja, ja. Sehr cool. Dann erzähl uns noch mal ein bisschen was zu dem Fahrzeug, in dem ihr aktuell zu fünft hier lebt. Was ist es überhaupt? MAN? Ist ein MAN, das Modell heißt L80, war mal ein Servicefahrzeug von Goodyear für Wüstenrallyes, hat dann quasi die Expeditionsfahrzeuge mit Reifen versorgt, bevor es dann selber eigentlich eins geworden ist. Ist zusammengebaut quasi aus zwei Fahrzeugen. Der Koffer, man kann sehen, ist mal von Dreiachser eigentlich gebaut worden, von Ormocar und war auf einem Cat 1 ursprünglich montiert. Und da wurde dann der Cat 1 irgendwann mal verkauft von dem Vorbesitzer und die Kiste dann auf das Chassis von dem L80 MAN gesetzt. Und ja, so habe ich ihn dann auch gekauft, eigentlich so wie er ist, mit nochmal ein bisschen leicht modifiziert, Solar drauf gemacht, Trenntoilette eingebaut, neuen Boden rein. Soweit aber zufrieden. Ja, mega. Ja, du bist jetzt ein bisschen nah dran, glaube ich. Ich weiß nicht, ob dein Objektiv da jetzt das ganze Fahrzeug so im Bild. Ja, mehr oder weniger. Ist auf jeden Fall ein dicker Brummer, der Name passt. Ja. Geh mal ein bisschen weiter weg, da musst du nur ein bisschen lauter reden. Ja, man kann dann vielleicht sehen, dass der Radstand relativ groß ist, mit 5,10 Meter, glaube ich, oder wenn ich es recht im Kopf habe. Und in so Bergdörfern in Guatemala oder im Dschungel von Costa Rica, da kommt man dann schon ein bisschen an seine Grenzen, was jetzt da die Manövrierfähigkeit angeht von dem guten Stück. Aber mit 5 zu reisen, sage ich mal, da dürfte es dann jetzt auch nicht arg viel kleiner sein. Von daher haben wir da eine gute Balance, sage ich mal, an Mitfahrern und an Komfort und noch Fahrvergnügen. Ja. Ja, also gekauft haben wir das Ding tatsächlich erst im letzten Jahr, so 3 Monate, bevor wir dann schon nach Bremerhaven gefahren sind, um nach Veracruz zu verschiffen. Hab dann noch schnell einen Führerschein gemacht. Mal eben so, ja. Das ging tatsächlich in 2 Wochen, so im Schnelldurchlauf. Und dann habe ich eigentlich so auf Mexikos Straßen so erst das LKW-Fahren gelernt und dann aber auch relativ schnell nach der zweiten abgerissenen Stromleitung und irgendwelchen Straßen, die dann mitten im Nirvana dann enden, wo man dann mit 5,10 Meter, wie gesagt, also in Summe habe ich 9,17 Meter. Und ja, die ersten paar Wochen dann auf gefühlt 5 Meter breiten Straßen ein paar Mal wenden müssen, da lernt man dann schnell und so ein Fahrzeug zu bewegen. Wie hoch seid ihr, dass ihr da schon mal Probleme habt? Also wir hatten ja auch schon mal Probleme, aber jetzt eigentlich nicht regelmäßig, bis jetzt noch nicht. Aber wir kommen ja auch aus Mexiko und waren noch nicht unten. Ja, also wir hatten eine Antenne, hatten wir mal eine Leitung abgerissen in Mexiko und eine Stromleitung haben wir mal, so ein kleines Dorf. Wie hoch seid ihr? 3,80 Meter. Ja, das ist ja noch mal gute 30 Zentimeter höher, wie wir sind, ja. Ja, und wie gesagt, ich habe das Fahren dann gelernt, auch die Höhe dann relativ schnell einzuschätzen gelernt. Und jetzt muss halt Lavinia oder Luis immer mal wieder aufs Dach und die Stromleitungen, die dann potenziell zur Gefahr würden, mit der Hand nach oben heben oder mit dem Besen. Das kennen wir ja auch schon aus Guanajuato. Wart ihr dort schon?
Nee, da waren wir jetzt noch nicht. Da müsst ihr unbedingt noch hin, die schönste Stadt von Mexiko. Tatsächlich. Ach, das waren die bunten kleinen Häuschen genau, in den Bergen. Genau. Hat Luis schon auf der Liste. Ja. Ja, und du hast gestern erzählt, ihr habt euch hier noch einen Quad zugelegt, jetzt vor kurzem, ja, was ihr auch mit transportiert. Genau, das haben wir uns in San Jose, in Costa Rica, haben wir uns ein bisschen verguckt, als der Dicke hier bei MAML Service war und wir beim Schlendern einfach am Straßenrand das Ding da stehen haben sehen. Und wir hatten dann tatsächlich ein paar Tage davor uns in Costa Rica den Dachträger zusammenputzen lassen von so einem 28-jährigen Hobbyschweißer. Oder nee, eigentlich Profischweißer, muss man sagen, das hat auch wirklich gut gemacht. Hat er schon gut gemacht, ja. Ja, ja, und dann hat man da drin wieder ein bisschen Platz plötzlich und dann stand das Quad auf der Straße und irgendwie, ja, musste es dann eben mit. Und jetzt haben wir gestern noch eine Winde irgendwie, die Luis mit aus Deutschland gebracht hat, da dran montiert. Jetzt geht es dann auch mit Knöpfen mehr oder weniger automatisch da hoch und wir können es auch wirklich... Kannst du uns das mal zeigen? Kann ich mal versuchen. Ich habe es ein einziges Mal bisher nur versucht. Es hat ganz gut geklappt. Jetzt habe ich allerdings die Wäsche da drin hängen. Ja, es läuft ja alles über die kleine Batterie vom ATV, ne, vom Quad. Ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Ich habe vorher da noch ein bisschen Benzin nachgefüllt. Ich glaube. Aber wir sehen ja, dass es irgendwie funktioniert. Es funktioniert eigentlich tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Es gibt vielleicht noch ein bisschen Potenzial der Verbesserung, aber wie gesagt, das war jetzt der zweite Versuch. Das Ding da zu bewegen. Wie viel Diesel schleppt denn ihr mit? Also es sind so 700 Liter, wobei wir seltsamerweise irgendwie schon zweimal ohne Diesel an dem Straßenrand stehen geblieben sind. Nee, ehrlich? Ja, ja, war dann auch eine einigermaßen große Aktion mitten im Dschungel. Ich weiß gar nicht, doch in Costa Rica war das, wieder jemanden zu finden, Scheiße. Der dann einen 20 Liter Kanister einfach daherbringt und auffüllt und dann weiterfährt, ohne Geld zu wollen. Und wie kann das passieren? Habt ihr keine Tankanzeige mehr oder was? Doch, aber die weiß ich nicht. Also die hat noch ein Viertel angezeigt, aber die naja. Hat die Tanks irgendwie in Reihe geschalten und es funktioniert irgendwie nicht so richtig mit der Balance. Und ich habe dann auch nur 400 Liter aufgetankt und dann war auch wieder voll. Keine Ahnung mehr. Also mein Tanksystem, das habe ich selber noch nicht so richtig durchleuchtet, wie das funktioniert. Was habt ihr theoretisch für eine Reichweite und was habt ihr für einen Verbrauch? Ja, Maß und Minus? So, eher Maß. Eher Maß. Also wir haben eher Maß-Verbrauch. Ja. Es geht schon Richtung 30 Liter im Gebrauch in den Bergen mit viel Allradbetrieb sind wir doch über 30 Liter ab und zu. Bei was für einem Gewicht? Als wir los sind, sind wir ohne Gepäck mal auf der Waage gewesen und mit halb vollen Tanks, da waren wir bei knapp 10 Tonnen. Mhm. Ich denke mal, dass wir jetzt bei 11 sind mit Quad und mit uns. Und zugelassen ist er auf 12? Zugelassen ist er auf 12, ist aber eigentlich ursprünglich mal ein 14-Tonner gewesen. Also die Baureihe ist 14-250 heißt sie, glaube ich. Was jetzt die 14 steht für die Tonnage und die 250 für die Anzahl an Pferden, die da drin mit 6 Zylindern ihre Arbeit verrichten. Ja, ja, ja. Und ja, mit 7 Liter Hubraum sind wir so knapp unterwegs und cruisen dann mit einer V-Max von 90 äußerst selten dann über die Straßen hier, weil du kennst es, die... Erfahrungsgemäß fährt man eh nicht schneller wie 70, oder? Ja, und hier oder ganz selten in Zentralamerika gibt es ja dann die Topen oder Tumulus oder wie die Dinger da alle heißen, alle paar hundert Meter, wo dann so... Geschwindigkeitsbegrenzungshügel zu Deutsch. Ja, ich glaube in Deutschland gibt es das Wort oder die Dinger Gott sei Dank gar nicht, weil die einen dann schon immer wieder einbremsen und deine Durchschnittsgeschwindigkeit ziemlich runterbremsen. Müssen die Gläser da schon relativ gut im Schrank stehen hier in Zentralamerika. Ja.
Ja, hier haben wir 500 Liter Wasser aber mit an Bord. Wir duschen eigentlich so selten, wie es nur geht. Wenn dann draußen, weil drin sehen wir nachher vielleicht noch, ist eher ja, mehr Putzen nach dem Duschen, ja, ja, wie ja. Dann also selber duschen macht. Überwiegend auf Campingplätzen. Ja, auch ein Camper-Dilemma sind die roten Ameisen, die mich jetzt gerade parallel ja. Hier. Lass mal schnell weitergehen, gehen wir mal rein, da sind weniger Ameisen, ja. Genau. Ich sehe gerade hier von der Seite habt ihr auch noch eine Eingangstür, wo führt die hin? Die ist jetzt quasi ins Badezimmer, von der anderen Seite kommen wir über die Küche dann rein. Das ist eigentlich ganz schön, weil wir dann, je nachdem wie wir halt stehen, die Treppe auf der einen oder auf der anderen Seite reinmachen können und dann entsprechend ein bisschen flexibler sind mit den Standplätzen auch hin und wieder. Wobei wir schon versuchen, immer auf der Seite reinzukommen, damit wir die Toilette einfach unabhängig nutzen können. Hier haben wir Grauwasser 40 Liter, das ist aber eher so ein, ja, weiß ich nicht. Ein bisschen. Wenn man mal irgendwo steht, wo man nichts auf die Straße lassen möchte. Genau, also da läuft auch tatsächlich nur Spülwasser und Zahnputzwasser durch. Ja. Ja, alles andere, was Toilette angeht, ist über eine Trenntoilette separiert und wird entsorgt. Von daher kommt auch nicht so viel zusammen. Ja. Ja, ja, lass mal reingehen. Ja, gerne, sehr gerne. Wir wollen alles sehen. Alles. Wer schläft wo? Ob ich euch alles zeigen kann. Also hier ist jetzt zumindest mal in die Küchenzeile. Sekunde. Hier ist auf jeden Fall der Haupteingang, sage ich mal, wenn wir den Standplatz so wählen, dass das funktioniert. Ansonsten können wir auch noch über die Toilette die Treppe auf der anderen Seite montieren und über die Seite reinkommen, was eigentlich ganz schön ist. Gibt uns ein bisschen mehr Flexibilität. Dann haben wir hier unsere Küche, wir kochen mit Gas, haben da unten noch einen kleinen Ofen, wo eigentlich auch immer mal wieder Gold wert ist. Luxus, so ein kleiner Backofen. Nutzt ihr den oft? Ja. Ja, schon? Ja, tatsächlich. Also auch schon allein zum Brot aufbacken morgens noch mal. Und wir frieren auch viel, wenn wir mal einen Bäcker finden, wo vernünftiges Brot gibt, dann decken wir uns da ein und haben auch eine Gefriere und frieren es dann ein. Und ja. Hier, der Kühlschrank funktioniert komplett mit Strom leider, weil selbst in den Gefilden, wo wir unterwegs sind, haben wir doch ab und zu mal ein bisschen Schwierigkeiten, dass wir mehr Strom verbrauchen, als von Himmel kommt. Und ja, Kühlschrank und Gefriere läuft halt konstant durch. Von daher. Wo ist da das Problem? Wie groß ist die Solaranlage ausgelegt oder steht der einfach zu oft im Schatten oder was? Sowohl als auch. Also ich habe 1000 WP oder 1000 Watt auf dem Dach. Das ist eigentlich jetzt gar nicht mal so wenig. Ist gar nicht mal so wenig. Mehr wie doppelt so viel, wie wir haben. Ja, ja. Das Problem ist eher, dass wir eigentlich nur 200 Ampere Batterie haben und die dann halt über Nacht eigentlich zur Hälfte vom Kühlschrank leer gesaugt wird. Und wenn es dann halt morgens oder dann einen Tag gibt, wo es komplett gar keine Sonne gibt, dann haben wir nach zwei Tagen dann irgendwann mal ein Problem. Deswegen wollen wir jetzt einen Chiapas vielleicht nochmal schauen in Mexiko, ob wir noch eine zweite Batterie irgendwo herkriegen, dass wir ein bisschen länger einfach dann auch autark stehen können. Weil Strom, weiß ich nicht, wie es bei euch ist, aber das haben wir in ganz, ganz seltenen Fällen mal, dass wir über Festnetzanschluss oder Festanschluss hier Strom ziehen. Wir auch eigentlich so gut wie nie. Ja. Ja, also das wäre sowas, wo ich sagen würde, da gibt es noch ein bisschen Luft für Verbesserungen, wo wir auch nochmal vielleicht rangehen, so auf der Fahrt. Schauen wir mal. Aber so richtig Probleme haben wir auch bisher noch nicht gekriegt. Hier haben wir Toilette, Trenntoilette haben wir hier drin. Weiß ich jetzt nicht, ob es geputzt ist, lassen Decken mal lieber unten, wobei Nicola eigentlich immer relativ fleißig das sauber hält. Da haben wir das Spüle, kleines. Geh mal rein. Ja. Und hier ist eigentlich unsere Dusche, die wir äußerst selten benutzen, weil wir auch so gut wie nie eigentlich den Wagen irgendwo so ausnivellieren, dass das Wasser dann da unten in den Abfluss fließt, wo es eigentlich hin soll. Und wir dann auch mit dem Putzen des Holzes eigentlich
keine große Lust haben einfach. Und dann schon versuchen, immer draußen zu duschen, was auch funktioniert, mit so einem Saugnapfhalter für den Brausekopf oder dann halt immer mal. Da könnte ich den Brausekopf jetzt bis nach draußen ziehen oder was? Den könnte ich, genau, das funktioniert dann mit dem Ding hier. Das ist eigentlich ganz supi, mache ich so draußen hin. Den Brausekopf hänge ich da hin, mache mein Wasser und dusche mich dann draußen auf der Treppe oder, ja, cool. Oder sonst irgendwo ab. Funktioniert ganz gut. Ja, machen wir aber einigermaßen selten. Wenn wir so Plätze haben wie heute, dann stehen wir im Prinzip eigentlich 20 Meter neben der Dusche. Oder man geht halt im See baden. Wir gehen im See baden oder nutzen einfach von den Restaurants oder so die Duschen, die dann ab und zu mal 5 Quetzales kosten oder meistens dann auch gar nichts. Genau, was haben wir noch? Dachfenster haben wir, die rede ich jetzt nicht so arg. Könnt ihr nicht empfehlen, ja. Was sind das für Dinger? Dometic oder was? Nein, die sind jetzt von Hewi, glaube ich, heißt die Firma. Das ist aber schlecht. Kurz und knapp ist scheiße. Okay. Ja, genau. Also ich wusste jetzt nicht, ob ich in deinem Blog hier irgendwie Kraftausdrücke benutzen darf. Mir würden ganz viele einfallen für den Schrott. Genauso die Dometic-Fenster, das Plastik. Zeug, das taugt einfach nicht. Da müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwie schauen in Deutschland dann wieder, weil die Frachtkosten hierher irgendwie zu teuer sind. Das werden wir jetzt noch aussitzen bis nach Deutschland und schauen, ob wir es noch machen oder ob wir dann den ganzen Wagen verkaufen. Ja. So wie er ist, gibt es jetzt noch keinen so wirklich wirklichen Plan. Verhält sich ähnlich. Wenn jemand schon mal Interesse hat, kann er es ja in den Kommentaren schon mal anmelden. Genau, also wir reisen bis September und was dann mit dem Wagen hier passiert, das steht tatsächlich in den Sternen. Wir planen ist, dass wir zurückverschiffen nach Deutschland, wenn irgendjemand hier so ein Interesse anmeldet und uns ein Angebot unterbreitet, wo wir denken, dann ja. Schauen wir mal. Dann schauen wir mal. In Europa jetzt, sage ich mal, mit den 30 Litern momentan auf 100 Kilometer von Tankstelle zu fahren, macht wahrscheinlich irgendwann mal nicht so viel Spaß. Nicht so reizvoll, das stimmt, ja. Genau. Ja, wo schlaft ihr denn? Schlafen tun Nicole und ich quasi, meine Frau da oben über der Garage hat Platz, das ist glaube ich so ein... Ach hier, alles unter eurem Bett ist die Garage, wo das Quad drin steht. Und noch zwei Fahrräder. Ja, ein paar Kisten mit Gerätschaften und was man halt so braucht, Wanderschuhe und das ganze Geraffel haben wir alles in der Garage. Hier haben wir ordentlich Stauraum ringsum. Die ganzen Sitzmöbel unten sind alle hochklappbar und mit Stauflächen versehen. Da haben wir unser ganzes Essenszeug gelagert. Da ist auch noch eine Wasserfilteranlage, die wir eingebaut haben von Alpfilter, die glaube ich ganz gut funktioniert. Und also trinkt ihr das Wasser auch gelegentlich? Nee, zum Kaffee machen benutzen wir es. Wir kochen es dann nochmal auf. Also ja. Sicher. Sie preisen wohl an irgendwie, dass die aus so ziemlich allem Trinkwasser machen, wenn es da die Filter doch laufen hat. Aber ja, hatten wir gestern schon das Thema und weiß ja nie, wie die Flüsse und Seen hier teilweise kontaminiert sind oder was für Fabriken so in der Nähe stehen. Also, ja. Muss ja auch nicht sein, man kriegt da sagen wir, relativ gut überall. Ich bin jetzt ja nicht im tiefsten Afrika oder so, also man kommt ja dann schon zumindest alle 3-4 Tage mal in Zivilisation vorbei und kann dann auch Wasser nachkaufen. Was ich auf jeden Fall extrem angenehm gerade finde, rechts und links ein Fenster und rechts und links die Tür und vorne auch nochmal rechts und links ein Fenster im Schlafbereich oder dann noch auf einer Seite? Die Kamera reinhalten. Wir haben tatsächlich nur auf der einen Seite ein Fenster, weil wir auf der linken Seite nochmal Stauraum haben. Da haben wir nochmal so Fächchen wie hier, wo auch noch ordentlich was untergebracht werden kann. Also wir reisen zu fünft und dementsprechend sind die Schränkchen jetzt halt auch gerade, das war jetzt meiner, der ist jetzt nicht ganz so gut, aber die sind schon gut ausgelastet und auch die Bänkchen hier. Hier haben wir noch die ganze Elektronik mit Batterien und Solarregler und so unter den Sitzen. Zeig doch mal, was das für eine Technik ist.
Ja, können wir mal hochmachen, ist jetzt nicht ganz so. Aber so funktioniert im Prinzip eigentlich die ganze Sitzgruppe. Wir haben hier einen Spannungswandler, wo wir dann 220 Volt hier aus der Batterie raus gekitzelt bekommen. Das ganze System an sich hat 12 Volt. Batterie von Liontron? Ja, genau, das ist ja mehr, es ist so Computer. Also jetzt kann ich mit Bluetooth dann auch den Ladezustand, die Zyklen und alles abrufen. Ist eine feine Sache, aber wie gesagt, ich hätte eigentlich zwei davon kaufen sollen. Bei einem Preis von 1700 Euro haben wir gedacht, das probieren wir es mal mit einer. Sonst aber zufrieden mit dem Gerät, also ja, mit der Batterie, Liontron. Super. Ja. Funktioniert top. Tut, was sie soll, ja. Tut, was sie soll, ja, macht Strom. Also da oben im Schlafzimmer haben wir dann tatsächlich noch so ein kleines Schiebetürchen uns gebaut, dass wir da auch mal zumachen können. Ich mache es jetzt nicht ganz so. Aber bisschen das, für die Privatsphäre, ja. Genau, aber eigentlich, um ehrlich zu sein, ist die Türe ständig offen, weil wir dann auch ein bisschen vom Durchzug mehr Luft da drin haben. Ist schön, ich sehe gerade, wir waren jetzt in Afrika, haben wir tatsächlich auch schon ein paar Länder bereist. Jetzt freigeruppelt, dafür sind wir jetzt in Zentralamerika eigentlich noch nicht. Das ist so eine Karte, die kann man schön freiruppeln, wo wir überall haben schon wir auch zu Hause hängen. Ja. Ja, und hier im Essbereich, den Tisch könnt ihr noch runterklappen oder wie? Und ja, dann Tisch machen wir runter im Prinzip, könnte ich ja mal kurz vormachen. Oh ja, es geht ja wirklich flott. Ja, wir müssen halt das Loch genau treffen. Dann ist das unten, dann nehme ich die drei Kissen hier. Das mache ich jetzt mal nicht. Und die kann ich dann genau hier reinpassen. Dann habe ich eine große Liegefläche, wo dann jetzt gerade zwei schlafen. Der dritte, den wir dann noch haben, also oder eigentlich der fünfte, unser Louis, der schläft gerade vorne im Fahrerhaus. Weiß ich nicht, ob wir da noch mal reinschauen wollen. Ja, sehr gerne. Lass uns da auf jeden Fall noch mal reinschauen. Dann lassen wir, gucken wir da noch kurz rein. Ja, hier haben wir dem Louis jetzt quasi noch ein Bettchen gebaut. Das ist so ein ganz normales Schalbrett eigentlich. Habe ich dann in der Mitte auseinander gesägt. Da ist ein Scharnier jetzt in der Mitte drin. Das kann ich zusammenklappen und dann unter der Sitzbank verstauen mit dem ganzen Polstergeraffel. Und dann ist quasi im Fahrbetrieb einfach nur die ganz normale Sitzbank. Jetzt gerade im Schlafbetrieb, wie gesagt, mit der Tafel da, die habe ich auf mit einem Winkel hier aufgelegt und da vorne liegt sie auf der Konsole auf. Mit der Matte hat der Lust ein relativ großes Bett und dann nachts sein eigenes Schlafzimmer. Reicht. Ja, und so reisen wir jetzt zu fünft. Drei sitzen hinten, zwei sitzen vorn. Und ja, was wir nicht haben, ist ein Durchgang von vorn nach hinten, haben wir aber tatsächlich auch noch nie vermisst, um ehrlich zu sein. Ja, es ist auch schwierig, weil einfach der Abstand von der Kabine zum Fahrerhaus durch den Ersatzreifen da unterbrochen ist. Haben wir immer gut gefunden, so lange bis wir das Auto gekauft haben und seit wir es haben, haben wir es eigentlich nie vermisst. Von daher, kann man machen, brauchen wir aber nicht. Ihr habt es, glaube ich, nutzt auch nicht so. Wir haben es, nutzen es eigentlich kaum, ja, wenn man mal ehrlich ist. Mehr aus Bequemlichkeitsgründen, wenn es mal regnet oder so. Ja, bei uns regnet es ja nie, von daher. Gute Einstellung. Und wenn dein Schlafplatz dann abgebaut ist, dann finden da vorne alle fünf Platz oder wie bringt ihr euch beim Fahren unter? Also theoretisch gibt es da sogar Anschneller für vier Leute hinten, aber ja, ich glaube, so viele werden wir nie sein. Hey, ihr seid doch fünf. vier hinten. Vier hinten. Ach, hinten passen vier hin und dann vorne nochmal zwei. Sechs tatsächlich. Ja. Also wir könnten zu sechs reißen. Auf dem Tisch hinten wäre ja vielleicht sogar noch Platz, einen dritten Schlafplatz irgendwie anzubieten. Aber dann wird es extrem kuschelig. Also das mit fünf ist schon grenzwertig. Okay, okay. Aber es geht noch, für ein paar Wochen geht's, ja?
Ja, ja. Wir sind jetzt erst seit einer Woche unterwegs und sind immer an Plätzen wie dem jetzt hier. Ich weiß nicht, ob du schon rübergeschwenkt hast, wo wir stehen. Ja. Von daher, wie gesagt, sind wir ja selten im Wagen, eigentlich ausschließlich zum Schlafen. Sonst haben wir ja die große, weite Natur eigentlich, die reicht uns zu fünft. Und das Stand-Up-Paddle kommt auch regelmäßig zum Einsatz, ja? Um ehrlich zu sein, benutzen wir das Stand-Up-Paddle tatsächlich zu selten. Nee. Wie viele unserer anderen Spielzeuge, die wir mit uns rumtragen, wie Fahrräder oder Quad. Oder wir sind ja tatsächlich gut ausgestattet, aber im Freizeitstress. Ja. Und, geht uns relativ ähnlich mit unserem Tauchgepäck und dem Kajak. Ja. Naja. Aber schön, dass man es dabei hat. Genau. Ja, das ist ein Light Force. Machen die die Nacht zum Tag? Die machen tatsächlich die Nacht zum Tage. Und als ich den Wagen gekauft habe, waren noch zwei Stück mehr verbaut. Die hat mir der TÜV aber wieder weggeschraubt, weil er der Meinung war, dass dann irgendwo noch ein bisschen Nacht übrig bleiben soll. Und wir mit den Leuchten hier ausreichend Tag machen, auch mitten in der Nacht. Deswegen sind wir jetzt mit vier von denen unterwegs und die haben uns schon gute Dienste geleistet. Also die machen wirklich die Nacht zum Tag, die Dinger. Die letzten zwei habt ihr zu Hause gelassen? Weil hier wird es ja keinen mehr interessieren eigentlich. Nee, die haben wir aber tatsächlich zu Hause gelassen. Wir haben so viele Ersatzteile mitgenommen, die wir nicht gebrauchen konnten. Und die Lampen, die hätten wir vielleicht sogar besser gebrauchen können als vieles anderes Zeug, was wir unnötig mitschleifen. Aber sind zu Hause. Ja. Wie das halt so ist, ja. Genau. Meinen Dachträger, den haben wir schon ausreichend erwähnt, oder? Auf den ich so stolz bin. Ich glaube schon, ja. In Costa Rica habt ihr ihn machen lassen, ja? Ja, genau. CAC Custom Welding heißen die, falls da mal irgendwie jemand was braucht. Das kann man echt ein bisschen Werbung von den, von den guten Treiber machen. Wie kommst du da hoch? Dachterrasse habt ihr oben, ne? Da haben wir so ein kleines Sonnendeck uns jetzt gegönnt. Weiß ich nicht, ob du da hochkommst mit der Kamera. Wir können es mal versuchen. Ich kann mal vorgehen. Da haben wir jetzt die letzten drei Wochen oder vier, wie lang das jetzt montiert ist, schon das ein oder andere Bierchen da oben getrunken. Ja, haben wir hier uns noch ein Holzdeck gegönnt, sage ich mal, für die zentralamerikanischen Giraffen zu füttern, ja? Mitunter, ja. Giraffen haben wir auch tatsächlich schon eine Verletzung hier bei meiner Kleinen. Das war allerdings nicht in der Natur, das war im Safari-Park. aber sonst haben wir tatsächlich schon bis auf Jaguare sämtliche Tiere, die es hier gibt, glaube ich, in freier Wildbahn gesehen. Das stelle ich mir gemütlich vor, ja. Von hier oben in den Dschungel reinzuschauen, die Brüllaffen, den Brüllaffen zuzuschauen. Ja, müssen wir Bierchen mit trinken. Auch ab und zu mal vertreiben, irgendwie, wenn die sich da oben gemütlich machen. Ehrlich, hattet ihr schon mal Tiere, die sich hier gemütlich gemacht haben? Also zumindest in den Bäumen darüber, unmittelbar. Also es war jetzt noch keiner mit Strandhandtuch hier oben. ja, aber es gibt schon Tiere, die sich da auch wohlfühlen hier oben. Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank für den Einblick. Und dann würde ich sagen, stop dreaming. Fahren wir weiter. Ciao. Genau. Tschüss.